Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein wenig über ein Postdoc-Projekt, was noch recht jung ist, zu sprechen, das ich in Bielefeld, war ich noch bei Göttingen, in Bielefeld in der Digital History und dem Center for Uncertainty Studies, was auch jetzt erst vor kurzem gegründet worden ist, verfolge. Ich habe einen englischsprachigen Titel, weil ich ursprünglich vorhatte, auf Englisch zu referieren. Hatte den Grund, dass ich mit anderen, die zu dem Thema Uncertainty eigentlich auch etwas präsentieren wollten, so ein bisschen in den Dialog gehen wollte. Die können jetzt aber leider nicht vortragen. Deswegen mache ich es dann doch auf Deutsch, weil ich auch deutsche Quellen behandle, mache ich es dann doch etwas simpler mir mit Blick auf die Zeit auf Deutsch. Ja, ich wurde gefragt, ob ich das Thema meines Vortrags aus einer Perspektive eines beginnenden Projektes heraus adressieren würde, besprechen würde und so ein bisschen methodenkritisch danach taste, was für Methoden können wir eigentlich helfen bei der Auseinandersetzung mit politischen Diskursen in der Weimarer Republik, genauer gesagt mit der Auswertung von Zeitungsdiskursen und Diskursen um den Begriff oder dem Konzept von Demokratie, was dort sichtbar wird. Ja. Also ich werde vor allem aus dieser Perspektive, was interessiert mich da und welche Methoden können mir dabei helfen, sprechen. Das Ganze ist ein methodologisch orientiertes Projekt. Es geht nicht um eine Diskursgeschichte der Weimarer Republik, sondern eher darum, wie kann man das gut erforschen. Ja? Also deswegen werde ich so ein wenig tastend und problematisierend vorgehen. Und ich habe hier einmal, um das weiterzuklicken, na, jetzt geht's. Genau, hier einmal sozusagen die Grundstruktur meiner Präsentation, meiner Argumentation aufgezeichnet. Also es geht erst einmal um Weimar und Demokratie, dann Diskursanalysen von Zeitungen und dann, wie man das digital gestützt machen kann und dann Vorschlag für einen Ansatz, wie man das machen kann und das vor allem unter dem Label der Heuristik. Ja? Also digitale Methoden, um die Heuristik frei nach Droysen, dem Sammeln und Strukturieren relevanter Quellen zu finden. So, und ich fange an mit der Motivation, dass die Geschichte der Weimarer Republik als eine sehr wichtige, vielleicht eine zentrale Abschnitt der deutschen Demokratiegeschichte und auch in Europa eine wesentliche Rolle spielt, dass diese Zeit zu den am besten untersuchten Abschnitten der deutschen Geschichte gehört, aber dass vergleichsweise prodemokratisches Denken doch vergleichsweise unterrepräsentiert erforscht wurde. Zumindest wenn man das mit antidemokratischem Denken, den Feinden der Republik vergleicht. Und das hat auch damit zu tun, dass ganz lange das Krisennarrativ, ja, Weimar in der Krise und der Untergang Weimars, Beginn des Nationalsozialismus adressiert wurde und weniger die Chancen und die kontingente Geschichte Weimars in den Blick genommen wurde. Und dieser Umbruch, der hat ungefähr um die Jahrtausendwende stattgefunden. Moritz Völlmer und Rüdiger Graf, die haben dann ganz wesentlichen Sammelband zu herausgegeben, die dieses Krisennarrativ problematisieren und die kontingente Geschichte Weimars da mehr in den Blick rücken. Franka Maubach, die fasst das so zusammen, dass Weimar natürlich weiterhin als eine fundamental umkämpfte und auch krisengeschüttelte Demokratie gilt, aber in der eben Chancen und Scheitern oft dicht beieinander lagen. Also diese Einseitigkeit des Krisennarrativs problematisiert wird. Ja. Und dieses Chancen und Scheitern, das hat oft damit zu tun, mehr herauszufinden über die Vorstellungen und die Hoffnungen und die Ansprüche, die an diese Republikgründung und der Verlauf auch der politischen Geschichte der Republik adressiert wurden. Also was waren eigentlich Ideen, wie war die Weimarer Republik und Ende des Ersten Weltkrieges eigentlich ideengeschichtlich, auch diskursiv, ja, welche Hoffnungen standen da im Hintergrund? Ja? Und diese Wahrnehmungsweisen, die Bedeutungszuweisungen und Ideen, die stehen dabei eben ganz maßgeblich im Mittelpunkt der politischen Kulturgeschichte, die sich eben abspielt in einem sehr polarisierten und fragmentierten politischen Spektrum. Ja, das ist sozusagen der Kontext, um da den Aufschlag zu machen, dass Demokratie als solche eigentlich ein sehr umkämpftes Konzept war. Ja, und alles andere als ein Konsens darüber bestand, was eigentlich Demokratie bedeuten sollte. Ja, es gab Konzepte des Rätesystems aus kommunistischer Perspektive. Es gab sogar stramm rechte
Demokratievorstellungen, die in Demokratie die Freiheit sahen, sich unter ein Führerprinzip einordnen zu dürfen. Ja, das also, was wir heute als natürlich sehr schief ansehen würden. Oder auch die liberale parlamentarische Demokratie. So, also wir haben ein, um das zusammenzufassen, einen sehr unsicheren Gegenstand, Uncertainty, Polysem, ja, also sogar für die Zeitgenossen sehr unsicher, aber dadurch natürlich eben auch als Forschungsgegenstand sehr ambivalent. Und Forschung zu Zeitungen, das ist jetzt so das Age-Problem, wie ich das genannt habe, oder Age-Probleme aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive. Forschung dazu können fruchtbar vorangetrieben werden, indem man Diskurse untersucht. Also Diskurse, die immer so eine Art symbolische, textuelle, sprachliche, wie auch immer, oder auch bildliche Repräsentation von Bedeutungen und Ideen sind, aber auch gleichzeitig diese Lebenswirklichkeit, das politische Leben mitprägen. Also es hat immer diesen Doppelcharakter der Repräsentation und des Konstruierens, des Mitkonstruierens, was häufig eben in Machtkonstellationen, ja, den Diskurs zu beherrschen, geht häufig einher, damit die politischen Verhältnisse zu ändern. Ja. Serielle Quellen wie Zeitungen sind dabei eine wunderbare Quelle, weil sie erstens ein meinungsorientiertes Medium darstellen, in dem es ganz viel um diese politischen Ideen ging und eben auch in der Weimarer Republik das dominante Massenmedium waren. So, traditionell ist die Auswertung aber sehr aufwendig. Ja? Und das hat auch mit der Überlieferungslage zu tun, sehr fragmentiert überlieferter Bestand an Zeitungen. Aber natürlich die schiere Masse macht es schwierig, Zeitungen auszuwerten. Ja? Und ich gehe jetzt nicht die einzelnen Studien durch, aber nur um nochmal klar werden zu lassen, dass Diskurse um Demokratie oder Diskurse insgesamt ein Gegenstand sind, der in der Forschung schon länger betrieben wird. Habe ich hier mal ein paar Beispiele aufgelistet und auch Untersuchungen zu Zeitungen, Karl-Christian Führer zu Hamburg oder ganz prominent Fulda, Bernhard Fulda zu Berlin und der Umgebung, haben sich damit schon auseinandergesetzt. Die lassen aber innerhalb dieses auch sehr polarisierten, fragmentierten Zeitungssystems der Weimarer Republik erkennen, dass es auch handwerklich schwierig ist, mit diesen Zeitungen umzugehen, weil es einfach erstens ein nicht homogen überlieferter Gegenstand, Quellenbestand ist. Andererseits muss man durch diese schiere Masse für einzelne lokale Kontexte schon stark runter reduzieren auf ja, eben Berlin-Umgebung, bestimmte Themen adressieren. Und man muss es enger eingrenzen, ja, was eben maßgeblich ein Problem der Heuristik ist. Ja. Viele relevante Zeitungen zu finden für eine Forschungsfrage und die zusammenzustellen. Gerade für Diskursforschung, die eben ganz stark die Problematik hat, die Frage, wie greife ich eigentlich Diskurse, weil die Textoberfläche, also das, was zu lesen ist in den Zeitungen, gar nicht unbedingt immer das Interessante ist. Ja, wenn es bei Diskursen um Wahrnehmungsformen, Hoffnungen, Perzeptionen geht, dann ist eigentlich das, was dahinter steht und gerade auch häufig verschwiegen wird und nicht sichtbar wird, das eigentlich Interessante. Ja. Und das ist eben das Problematische, wenn wir über die Kontexte sprechen und wie die mit quantitativen, auch digitalen Methoden überhaupt abgegriffen oder ein Zugriff geschaffen werden kann. Ja, das würde ich jetzt als die Problem oder Probleme vielleicht mehr im Plural sehen. Natürlich lässt sich das nicht immer so trennen, Age Problem und die Problem, aber jetzt als analytische Unterscheidung vielleicht einmal so nebeneinander gestellt. Ja. Und die Intuition, die ich mit diesem problematisierenden Blick auf die Weimarer Zeitungsdiskurse habe, ist, dass ein Ansatz des Scalable Readings doch ganz fruchtbar sein könnte. Um diese methodische Unsicherheit, wie kann ich da eigentlich zugreifen auf Diskurse, diese unsicheren Diskurse über Demokratie hinzubekommen? Nochmals, also Diskurse adressieren oder stehen für Erfahrung, Wahrnehmung, Erwartung, Hoffnung. Sie geben an, was ist überhaupt sagbar in einem bestimmten Kontext und was nicht. Ja, was kann ausgedrückt werden? Was sind da die impliziten Regeln, die auch interessant sind, eben aus so einer historischer Perspektive?
Und die sind eben häufig verschleiert durch indirekte Bezugnahmen, kodierte Sprache, Neologismen, Ironie und so weiter. Oder auch eben das Beschweigen von Themen. Ja? Wenn man sich zu einem politischen Ereignis gar nicht äußert, dann hat das auch eine Aussage. Das ist jetzt abgesehen von technischen Problemen wie OCR und so weiter erstmal ein grundlegendes Problem der Textoberfläche. Um das an einem Beispiel zu adressieren, ich habe hier einmal den Vorwärts, das ist das Zentralorgan der SPD, also politische Presse, einmal eine Ausgabe vom 31. Juli 1925 mitgebracht. Da geht es um das Thema, dieser Reichstag versagt das parlamentarische System. Hintergrund dessen ist, dass die bürgerliche Regierung unter dem Reichskanzler Hans Luther, also den Bürgerblock, wie man auch sagt, Reformpläne geschmiedet hat, um die Kompetenzen des Parlaments zu beschneiden und mehr einer Expertenregierung Kompetenzen zuzusprechen. Ja, und das veranlasst jetzt den Vorwärts hier zu einer Verteidigung des Parlaments einzuspringen und sich gegen das bürokratische System, bürokratische und militaristische Regierungssystem, wie es noch im Wilhelminismus, ja, im Kaiserreich laut dem Vorwärts es gegeben hat, sich zu wenden. Ja. Und man sieht, ich kürze das mal so ein bisschen ab mit Blick auf die Zeit, dass es hier hauptsächlich um eine Verteidigung des parlamentarischen Systems, was zu der Zeit in der Kritik stand, weil es sehr lange Entscheidungsprozesse gab, ja, und diese Reformpläne motiviert waren dadurch, dass man doch schneller Entscheidungen treffen müsse, dass das aber nicht das Problem ist, sondern dass die Debattenkultur einfach keine gute ist und einfach die Aufgaben durch den Ersten Weltkrieg so immens groß sind, dass das nun mal Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Aber dass die anderen Alternativen im Wilhelminismus oder hier Diktatur der Gewalt, mag sie im Namen Lenins oder Mussolinis, also klar gegen Kommunismus und Faschismus gerichtet, keine richtigen Alternativen darstellen. Was aber nicht sichtbar ist, dass das natürlich alles aus Erfahrungen sich speist, eines Demokratisierungsprozesses, der vor allem Ende des Ersten Weltkriegs vonstatten gegangen ist, Forderung nach mehr Kompetenzen, die auch in Reform teilweise umgesetzt worden sind, dass das eigentlich eine bürgerliche Kritik ist, auch vor dem Hintergrund längerer Erfahrung mit Bürger, mit der Auseinandersetzung im politischen Kampf mit dem Bürgertum. Das ist auch auf der Textoberfläche einfach alles nicht sichtbar. Jetzt ist die Frage, können uns da quantitative Methoden nicht helfen? Und kritische Töne kommen unter anderem, das ist jetzt so beispielhaft genannt, von Amelie Kutter, die sagt, naja, Corpus Analysis does not replace thorough interpretation precisely because of its selective focus of the distributional properties of words. Ja, und sie sieht Korpusanalyse als eine explorative Technik für heuristische und reflexive Maßnahmen. Ja. Und Scalable Reading oder Blended Reading, wie es auch genannt wird, ist da quasi die Alternative, die quasi dieses allgemeine Hineinzoomen ins Close Reading und wieder herausgehen, um die Übersicht zu bekommen, durch die Distant-Perspektive im Wechselspiel zu machen. Da gibt es sehr spannende Ansätze, an denen auch ich mich orientiere für das Vorhaben. Vor allem Sarah Oberbichler und Eva Pfanzelter haben da interessante, spannende Studien schon und auch methodenkritische Arbeiten zugeliefert, die eben an Migrationsdiskursen vor allem ausführen, wie so etwas funktionieren kann. Da würde ich vielleicht noch ganz kurz einmal einen Überblick geben, also das Interesse, was die beiden in ihrer jüngsten Publikation adressieren, ist eine Heuristik für die Korpuserstellung und die Auswertung und Interface-Kritik. Ja? Und was sie vor allem problematisieren, sind einfache Schlüsselwortsuchen. Und gerade unter der Maßgabe, dass die den eigentlichen Inhalt, die Vorstellungswelten, die in Diskursen so mitschwingen, nicht einfangen können. Ja? Was Sie vorschlagen, sind Frequenzanalysen, absolute relative, vor allem relative, auch mehrerer Begriffe in Kombination, Graphen zu den relativen Häufigkeiten, die dann als erster grober Einstieg in
diskursive Trends gelten, um dann genauer hinzuschauen in einem iterativen Prozess. Also es wird gesucht, man schaut, ah ja, hier geht es um Fragen des Moscheebaus zum Beispiel in diesen Flüchtlingsdiskursen in der Zeitgeschichte. Wie wird denn eigentlich dieser Moscheebau hier verhandelt? Ah ja, das ist ein relativ kritischer Diskurs, deswegen müssen wir uns das für den Korpus vormerken. Dann kommen vielleicht neue Suchbegriffe zum Vorschein, die für neue Suchen wiederum notwendig werden. Und so kann man neue Quellen, Zeitungen in den Korpus mit integrieren und dann auswerten. Also es ist immer ein iterativer Prozess des Suchens, Auswertens, neue Sucheingaben und so weiter. Mit dem Ziel, letztendlich zu annotieren, das ist das, was Oberbichler für Südtirol bzw. Alto Adige auch demonstriert hat, zu annotieren, konkreten Diskursthemen und Inhalte, Moscheebau zum Beispiel, um dann semantisch Verknüpfung zwischen den einzelnen Artikeln herzustellen, ja, und dann auch flexibel zwischen diesen Artikeln in der Interpretation dann später wechseln zu können. Und das ist quasi die Inspiration, die ich jetzt nochmal für meine abschließenden Bemerkungen zu dem Ansatz, der mir vorschwebt, aufgreifen möchte, nämlich in Scalable Reading, was, das geht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, manuelle qualitative Auswahl an Zeitungen aus Archiven und dann auch manuell digitalisiert, kombinieren möchte mit diesen explorativen, quantitativen Verfahren, manuelle Annotation und Strukturierung des Korpus. Diskursanalytischer Ansatz ist wichtig, hier mit zu betrachten, weil wir müssen natürlich bei der Auswertung, was interessiert uns eigentlich? Ist das die Frage Argumenten für und gegen Demokratie? Geht es eher um Ideologie und Behauptungen? Ja, was interessiert uns eigentlich an Diskursen ganz genau? Und da benutze ich den Discourse Historical Approach. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Und anthropologische Perspektiven, Boundary Practices, die quasi Abgrenzungsbewegungen sind. Man hat das eben schon so ein bisschen in dem Zeitungsartikel des Vorwärts gemerkt. Es geht gegen das bürokratische System, es geht gegen den Wilhelminismus. Also dieses Abgrenzen ist da ein guter Marker eigentlich dafür. Genau, und die Idee ist quasi hier mehrere Verfahren zu triangulieren, wie das heißt, also dieses unsichere Phänomen Demokratieverständnis besser greifen zu können, indem man mehrere Verfahren kombiniert, ja, um die methodische Unsicherheit zu reduzieren und besseren Zugriff auf multiperspektivische Diskursanalysen zu haben und das dann auch in Pilotstudien, zum Beispiel zum Vorwärts in einem begrenzten Kontext. Wie ist eigentlich Demokratiediskurs am Rahmen des Verfassungstags? Das war der nationale Feiertag in der Weimarer Republik. Wie sieht es da aus? Also umgrenzt, um diese Methodik auch zu testen und Feedback zu erhalten. Und die Frage ist, das war auch in einem der Gutachten für den Beitrag adressiert worden, dass man aufpassen muss, und da gebe ich total recht, dass das nicht ein Shotgun-Approach wird, also nicht einfach alle möglichen Verfahren draufwerfen und dann hoffen, dass man eben einfach bessere Ergebnisse erzielt, sondern dass man da ein komplementäres Verhältnis möglichst hinbekommt. Ja. Und die Idee ist quasi Erfahrung von Historikerinnen, ja, wo muss ich gucken? Feiertage, Wahlen, politische Morde, ja, wie reagieren die Zeitungen in diesen Kontexten, dass man die natürlich nutzt, um diese Kontextsensitivität hinzubekommen, ja, deswegen auch manuelle, qualitative Analysen notwendig sind, aber auch die Exploration großer Textmengen mit quantitativen Verfahren, um, ich nenne das jetzt mal, unübliche Verdächtige zu finden, ja, also auch Beiträge zum Diskurs oder zu den Diskursen, die in verhältnismäßig ruhigen Zeiten der Weimarer Republik aufkamen, die interessieren natürlich, die habe ich aber vielleicht nicht aufgrund meiner eigenen Erfahrung auf dem Zettel. Ja? Und das wären so zwei Perspektiven, die sich ergänzen würden für die Strukturierung des Korpus, auch für eine flexible Relektüre. Also wenn mich Zeitungsartikel aus der Spätzeit der Weimarer Republik interessieren, weil sie einen Diskurstopus zum Beispiel Verteidigung gegen den Nationalsozialismus, der auf erstarkt adressiert, dann würde mich interessieren, was in vorhergegangenen, die ich auch schon mal gelesen habe, vorhergegangenen Zeitungsartikeln, ob dieses Thema auch vielleicht unter einem anderen Wording schon auftaucht, ja, und da flexibel zurückspringen zu können, ohne wieder alles neu zu recherchieren oder neu durchzugehen, das ist auch eben so ein heuristischer Punkt, der hier wichtig sein kann.
Das sind die Überlegungen. Ich werde jetzt nicht genauer mit Blick auf die Zeit, auf den Diskurs Historical Approach eingehen, nur der allgemeine Hinweis, dass der eben in den Blick nimmt, lange Zeiträume, vielleicht Anfang bis Ende der Weimarer Republik hier, im Kern qualitativ arbeiten, aber diese Triangulation eben ganz stark macht, Machtbeziehung und Sprache von Kultur und Ideologie in den Blick nimmt. Ja, und Validitätsbehauptung. Wir brauchen die Demokratie, weil es eine Mitbestimmung der arbeitenden Massen geben muss. Ja. Das sind solche Figuren, die da auftauchen. Ja. Und das Ganze, das werde ich jetzt nur abschließend machen, würde dann in so einem, naja, nicht Workflow, aber so einer, in so einem Modell, was auch iterativ zu verstehen ist, ja, eingehen können, nämlich für die Korpuserstellung Schlüsselwort suchen, ja, insbesondere im deutschen Zeitungsportal als den zentralen Zugang für die deutschen historischen Zeitungen. Manuelle Archivrecherchen mit einer händischen Digitalisierung, da haben wir schon ein bisschen was gehört, wie das gelingen kann mit OCR for All. In Bielefeld gibt es auch eine Hauslösung mit NOPAKE, also die manuelle qualitative Zeitungsartikel dann eben auch in Auswahl relativ einfach umsetzen kann. Die Identifikation von Diskursen und der Erstellung von Subkorpora, in dem Wortfrequenzen in Schwebler-Katmar vor vollzogen werden kann, die dann eben wie bei Oberbichler und wie bei Oberbichler und Van Zelter eben Anlässe gibt es, nochmal genauer reinzuschauen, erst einen groben Zugriff in diese Frequenzen, dann neue Schlüsselwörter zu identifizieren und einzugeben sind in die Suchen. Topic Modeling, Konkurrenzanalysen und so weiter als diesen explorativen, als diese ergänzende explorative Perspektive mit hineinziehen und auch neue Suchen wieder ermöglichen, ja, um dieses iterative Hinein und Hinaus eben hinzubekommen und dann für spezifische Themen, zum Beispiel Antisemitismus und Republikfeindlichkeit, ja, dieser Topos der Judenrepublik, der sogenannten, das war großes Kampfwort der Rechten vor allem, zuzuordnen, um dann Übersicht zu schaffen, ja, und dann die Annotation gemäß dieser Diskursinhalte umzusetzen. Genau, auf das Annotationsschema, was mir da vorsteht, gehe ich nicht weiter ein, nur der Hinweis, dass diese Dinge der der Diskurs Historical Approaches hier ganz wichtig ist. Vielleicht nur ein Augenmerk auf diesen, man sieht meinen Cursor nicht, also auf den linken, auf die linke Spalte, da sind Themen wie Autorisierung, auf welche Autoritäten beruft man sich eigentlich, wenn man von Verteidigung oder Feindschaft gegenüber der Republik spricht, ja, gibt es da moralische Figuren, ja, also es ist etwas Undeutsches, die Republik, das machen die in Frankreich und im Westen, aber es ist nicht unsere Eigenart, ja, so etwas gibt es, rationale Argumente oder einfach Narrative, das meint dieses Mythopoetische, ja, das kann man dann halt taggen in Katmar, Oberbichler benutzt das TI, aber ich habe für den Ansatz auf Katmar gesetzt, um da eben diese Diskursinhalte von Interesse eben sinnvoll abbilden zu können. Okay, das werde ich nur kurz überspringen, nur um zu zeigen, wie das im Interface aussehen kann. Das ist der gleiche Ausschnitt wie vorhin, in Rot quasi die Abgrenzung gegenüber dem politischen Gegner, Wilhelminismus und weitere Diskursinhalte in diesen anderen Farben. Okay, allerletzte Bemerkung. Das Ganze soll eben eine flexible Auswertung des strukturierten Korpus ermöglichen, ja, also Netzwerk, Graphen, Visualisierung durch diese Annotation ermöglichen, um dann eben Quellenkritik, Relektüren und die Interpretation bestmöglich zu unterstützen in diesem heuristischen Sinn. Ganz herzlichen Dank.